So, meine lieben Damen und Herren, ich glaube, ich muss demnächst gar nicht mehr kommen. Jedes Mal, wenn ein Spieler von uns den IMAX Business Club betritt, tönt hier schon der Applaus. In dem Sinne trotzdem nochmal ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass Sie beim Spiel dabei waren gegen die HSG Nordhorn-Lingen, den 34-27 Sieg gesehen haben. Ein Spieler, der heute mit 7 Toren dazu beigetragen hat und laut Kinexon-Daten 4,9 Kilometer dabei auch gelaufen ist. Die 5 hast du nicht ganz geknackt, ist Christian Björnsen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Christian, zwischenzeitlich haben wir ja mit 10 Toren geführt. War es dieser erwartete Start-Ziel-Sieg? War es so einfach? Nein, aber wir wüssten, dass wir, wenn wir richtig gut spielen, mit guter Abwehr und guter Torwartleistung, können wir alle hier schlagen und Nordhorn mit 10 Toren schlagen. Aber jetzt sagst du auch gerade die Torhüterleistung. Sag mal, was habt ihr mit dem Tibor gemacht? Habt ihr dem irgendwas ins Essen gemischt? Etwas war falsch heute. Ich weiß nicht, was er hat gegessen. Auf jeden Fall müssen wir es ihm immer geben. Es war heute der erste Heimsieg. Flensburg hat zum Punkt gereicht oder das war ein großer Erfolg für uns. Jetzt haben wir Nordhorn hinter uns. Jetzt blicken wir weiter nach vorne. Balingen am Donnerstag, der nächste Aufsteiger. Jetzt waren wir im Pokal schon mal in Balingen, haben dort die nächste Runde erreicht. Was erwartet uns für eine Mannschaft jetzt am Donnerstag? Also in Balingen ist das immer schwierig. Sie spielen sehr hart und es ist eine große Stimmung da in die Halle. Es waren nicht so viele Zuschauer da, wann wir im Pokal gespielt haben. Aber das nächste Spiel wird ganz anderes als dieses erste Spiel. Sie haben sich ja nochmal verstärkt mit Philipp Taslowski von den Rhein-Neckar-Löwen nach Balingen gewechselt. Ja, erweitert er jetzt im Prinzip das Portfolio bei Balingen? Also verstärkt er das System? Ja, denke ich schon. Hat zwei, drei Jahre in Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Jetzt so, ja, jetzt ein anderes Mannschaft mit Taleski. So, und jetzt reden wir über die Zukunft. Jetzt ist der 5. Spieltag rum. Es folgen noch ein paar. Was habt ihr euch als Mannschaft für Ziele gesetzt? Wo soll es hingehen? Ja, wir haben eigentlich keine Ziele gesetzt, aber wir wollen eigentlich alle hier in Rethal Arena schlagen. Das wissen wir, dass wir machen können, aber muss auf jeden Fall das besser als letztes Jahr machen. Besser machen können wir es direkt in anderthalb Wochen, dann ist der SC Magdeburg hier, dann könnt ihr euer nächstes Ziel, mögliche Ziel erreichen, dass wir den SC Magdeburg schlagen, keine so leichte Mannschaft, der ist dann am 26.09. hier um 19 Uhr. Und ja, da freuen wir uns dann wieder auf Ihre lautstarke Unterstützung. Lassen Sie es gut gehen bis dahin und haben Sie noch ganz viel Spaß hier im IMAX Business Club. Tschüss. Applaus